Hallo liebe Schabenfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cockroach TV. Ich war ja letzten Samstag und Sonntag zusammen mit Kalle mal wieder auf Börse gewesen. Am Samstag war die Terraristikmesse in Karlsruhe dran und der gute Pascal Pasquali, ein französischer Schabenzüchter, hat für uns ein paar Bilder gemacht und wir schauen jetzt mal nach, was dort alles zu sehen gab. Ja, liebe Zuschauer, wie ihr es vielleicht schon ein wenig hört, ich bin etwas heiser, deswegen versuche ich heute nicht ganz so viel zu reden. Lass da lieber eher die Bilder für sich sprechen. Ja, wir sind, boah, Pascal, also der Kalle und ich sind ja schon, boah, lass mich überlegen, früh um 3 losgefahren, damit wir auch pünktlich zum Aufbau in Karlsruhe sein konnten. Das hat soweit auch ziemlich gut geklappt, muss ich sagen. Waren auch mit einer der Osten. Auch in Karlsruhe konnte ich die Gewinnerin des 100 Abonnenten Specials, die liebe Anna Sperling, sehen und treffen. Dort konnte sie dann ihren Gewinn abholen. Auf der Terroristikmesse in Karlsruhe haben wir auch wieder einiges vertreten, vor allem viele Reptilien, wie jedes Mal. Recht viele Spinnen, Wirbellose eher weniger, muss ich sagen. Da war ja nur der Kalle, der Pascal Pasquali. Und dann noch jemand anderes, und ich halt eben, die da wirbellose Tiere verkauft haben, beziehungsweise Insekten, ich sehe da jetzt mal von den Spinnen ab. Ansonsten gab es eine gute Auswahl an Spinnen, Leopardgeckos, Boas, Königspythons. Leider war nicht wirklich so viel an Schaben zu finden. Ich hatte Glück gehabt, denn der Pascal hatte für mich ein paar Laverus Giganteus Nymphen aus seiner Zucht zurückgelegt, beziehungsweise hat sie mir überlassen, so konnte ich meinen Stamm noch ein bisschen frisch halten. Da war auch eine große Menge an Literatur vertreten, an Terraristikpflanzen, aber auch ziemlich ungewöhnliche Tiere, wie zum Beispiel diese fleischfressenden Schnecken hier. Das war's gewesen mit den Eindrücken aus Karlsruhe. Ich möchte noch ein, zwei Worte an Pascal selber richten. Pascal, merci pour les photos. That's the only thing I tried to learn on French. So, thank you very much. Und vielen Dank an alle Zuschauer, die heute dabei waren. Wir sehen uns bis zur nächsten Folge. Bis bald und ciao, ciao.